Am Karsamstag sind wir oft schon am Ostersonntag. Nicht nur deswegen, weil wir manchmal auch die Osternacht schon am Abend feiern, sondern auch, weil da die Geschäfte aufhaben, weil wir noch die letzten Vorbereitungen treffen. An diesem Tag jedoch wartet und hofft die Liebe, von der wir gesprochen haben. Es passiert gerade nichts, nichts mehr oder noch nichts. Es ist ein Tag, an dem wir Grabeswache halten können und Jesus anschauen dürfen, wie er da liegt, wo er alles losgelassen hat und weiß, er ist in den Händen Gottes, des Vaters geborgen. Und doch glauben wir, dass am Karsamstag Jesus in die Unterwelt fährt, um dort die Gerechten vom Tod zu befreien. Und etwas noch viel Größeres band sich an. Deshalb ist dieser Tag der Stille wichtig, dass wir da das Hören neu lernen, damit wir die Stimme Gottes auch vernehmen, die uns zum neuen Leben ruft. Der Karsamstag, wie alle Samstage, ist besonders Maria geweiht. Maria, der vorhergesagt wurde, dass ihr Herz vom Schwert durchdrungen wird. Ihr Herz ist verletzt. Und in diesem Herzen erwägt sie alles, was über Jesus gesagt worden ist, was verheißen worden ist. Und sie versucht, trotz allem Anschein zu hoffen, zu vertrauen. Deshalb kann auch uns Maria helfen, diesen Tag dem Geheimnis Gottes entsprechend zu leben und vertrauensvoll auf die Lösung des Geheimnisses, auf die Erlösung zu warten.